Ich habe jetzt gesprochen über Marktforschung, TV-Quoten, über die Einnahmeseite der Liga, also insbesondere die Sponsoreneinnahmen und zuletzt auch über das Zuschauerinteresse. Das alles können wir natürlich beeinflussen. Darüber hinaus gibt es einen Aspekt, der sicherlich ein ganz wesentlicher ist für uns. Er ist aber in der Praxis unglaublich schwer zu kontrollieren und zum Teil relativ schwer in den Folgen, nämlich die sekundäre Berichterstattung. Zum einen die Berichterstattung in den Massenmedien. Wir haben 36 Clubs, über die jeden Tag sowohl national als auch regional berichtet werden. Ich bin jetzt hier seit längerer Zeit nicht mehr präsent, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Bild Essen ihre eigene Rubrik hat über Rot-Weiß Essen, genau wie das in Frankfurt ist, bei Eintracht Frankfurt und in Mainz über Mainz und wo auch immer. Das ist immer ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, denn das Verhalten der Opinion-Leader in der Liga, und da gibt es nun mal zwei oder drei, die besonders häufig zitiert werden, aber wie gesagt, im regionalen Kontext findet eben jeder Club. Dieses dagegen Stars der Liga-Interviews, das Privatleben wird plötzlich interessant für das Boulevard. Es werden persönliche Schulverträge ausgeweitet, es wird über alles gesprochen, was nicht nagelfest ist, weil eben auf der anderen Seite die Marke auch jeden Tag zwei Seiten füllen muss in der Presse. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen ist man permanent in der Presse, zum anderen macht es natürlich unglaublich schwierig, Kommunikationswirkung auch tatsächlich gezielt zu steuern. Und ein wesentlicher Aspekt ist zurzeit auch das Abschneiden, das internationale Abschneiden der Clubs. Das heißt, es wird gesprochen über die Qualität, ist die Bundesliga gut oder ist sie schlecht. Und das ist eigentlich, wie ich meine, eine sehr große Herausforderung für die Bundesliga. Denn auf der einen Seite habe ich Ihnen gezeigt, wir haben die höchsten Medienerträge in 43 Jahren Bundesliga. Wir haben den höchsten Umsatz in 43 Jahren Bundesliga mit 1,5 Milliarden Euro. Wir haben 39.000 Zuschauer im Spiel. Wir zeigen Rekordquoten im Fernsehen. Das heißt, wenn ich den nationalen Wettbewerb betrachte, dann ist dieser Wettbewerb hervorragend und in Ordnung. Es funktioniert alles. Auf der anderen Seite verlieren die deutschen Clubs gegen Clubs aus Norwegen, Rumänien und der Schweiz in der ersten Runde des UEFA Cups. Um Ihnen eine Größenordnung zu geben, die deutschen Fernseheinnahmen liegen jetzt aktuell bei 440 Millionen Euro pro Saison. Die gesamten Medieneinnahmen der Schweizer Liga liegen bei 7 Millionen Euro pro Saison und trotzdem spielt ein Club aus der Bundesliga unentschieden gegen den Club der Schweiz. Woran kann das liegen? Das heißt, wenn wir uns im internationalen Wettbewerb und einen wirklich objektiven Maßstab stellen, nämlich den internationalen Abschneiden, sehen wir, dass die Qualität im internationalen Kontext etwas nachlässt. Und das ist Herausforderung für uns, zu ergründen, woran das liegt. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir auf Dauer nicht 39.000 Zuschauer und auf Dauer nicht fast 400 Millionen Werbeeinnahmen haben, wenn der Zuschauer oder der Fan gewahr wird, dass wir international zweit, möglicherweise drittklassig sind. Und deshalb ist das gerade eine sehr spannende Richtungsdiskussion innerhalb der Bundesliga und das Produkt. Das heißt, wir geben uns sozusagen nicht zufrieden mit der Wirkung, die wir haben, sondern wir müssen nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen denken. Zu guter Letzt ein Ausblick, der deutlich macht, wie sehr Medien und damit auch die Entwicklung von Medien unser Geschäft beeinflusst. Sie sehen hier mal unsere Einschätzung über die Verbreitung und das voraussichtliche Wachstum von verschiedenen Medienformen. Was wir sehen, ist, dass Free TV heute eine hohe Verbreitung hat, aber kein weiteres Wachstum mehr zu erwarten hat. Pay-TV hat eine geringe Verbreitung mit einem mittleren Wachstum. Kabel und Satellit digitalisieren sich mit unterschiedlichen Plattformen. Wir reden über DSL, also Breitband Internet, DVB-T, digitales Antennenfernsehen, UMTS, das kennen Sie sicherlich, und DVB-H, digitales, weiß man nicht so genau, ja, also DVB-H, Handheld sozusagen, also ein bisschen mehr als ein Handy und ein bisschen weniger als ein Laptop. Das alles in mediale Formen, mit denen wir uns intensiv zu beschäftigen haben, denn fatalerweise kommt es zunehmend zu einer Konvergenz der Medien, und zwar zwischen Fernsehen, Internet und mobilen Datendiensten. Eine Konvergenz von Medien heißt aber auch eine Konvergenz von Rechten. Das heißt, es ist vielleicht künftig gar nicht mehr so einfach, Fernsehrechte, Mobilfunkrechte und Internetrechte getrennt voneinander auszuschreiben. Und es ist noch viel schwieriger, hinterher die Wirkungen, auch vor allem die Wirkungsbeiträge dieser Medien herauszukristallisieren. Was offensichtlich ist, ist, dass das Free TV durch seine hohen Reichweiten unmittelbar beiträgt zur
zu der Höhe der Werbeerlösung. Denn Bandwerbung, Trikotwerbung wird dann im Free TV gesehen. Was auch offensichtlich ist, ist, dass die hohen Einnahmenzuwächse aller anderen Länder ausschließlich aus dem Pay TV kommen. Das heißt, wir werden irgendwann vor einer sehr schwierigen Entscheidung stehen, weiter auf Free TV zu setzen mit einem begrenzten Wachstumspotenzial oder auf Pay TV zu setzen mit dem Risiko, möglicherweise Millionen an Sponsoreneinnahmen zu verlieren. Und wir sehen zunehmend eine Differenzierung von Medien, was da natürlich auch heißt, eine Differenzierung verschiedener Kommunikationsformen, verschiedener Kommunikationsinhalte, denn man muss keine Prophet sein, um zu sagen, dass ein komplettes Spiel auf einem Handy anzusehen, ist vielleicht nicht so spannend, aber das Tor in dem Moment, wo es geschossen wird, zu sehen, würde sicherlich für den einen oder anderen Fan von Bedeutung sein. Und interessanterweise haben wir in Deutschland und in der Bundesliga ja die Diskussion, dass zwar jeder oder viele bereit sind, für einen Klingelton 1,29 € zu bezahlen oder 1,99 €, aber wie selbstverständlich davon ausgehen, dass man die Bundesliga gratis sehen muss. Auch das ist eine Diskussion, mit der wir uns natürlich zu beschäftigen. Die Konvergenz von Medien heißt hinterher die Konvergenz von ganz unterschiedlichen Wirkungseinflüssen. In diesem Umfeld werden wir versuchen, den Markt weiter zu navigieren. Wir sind da relativ guter Dinge, denn eines hat zeigen auch internationale Vergleiche, nur mit der nationalen Fußballliga geht es nicht, aber ohne geht es garantiert nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz vernünftige Voraussetzung, um auch in Zukunft hoffentlich recht erfolgreich zu sein mit der Bundesliga. So viel zum Thema. Das war das, was uns eingefallen ist zu der Aufgabenstellung, die Sie mir mitgegeben haben. Vielleicht ein paar Informationen, die Sie hoffentlich mitbekommen haben, abseits der Liga. Ich weiß nicht, ob Sie die Bundesliga ab übernächste Woche wieder mit anderen Augen sehen. Wir sind schon ganz zufrieden, wenn Sie sie überhaupt sehen. Und wie gesagt, statistisch gesehen müssen wir das an einigen von Ihnen auch tun. Und denen wünsche ich auch weiterhin eine Unterhaltung, die Sie jetzt hoffentlich hier auch haben.